Ja, hallo hier mal wieder bei uns auf der Baustelle. Wie ihr im Hintergrund seht, ist in den letzten, ich schätze, ungefähr 4 Wochen wieder einiges passiert. Ich würde sagen, wir laufen einmal drüber und gucken, was in den letzten Wochen so passiert worden ist, weil von hier sieht man das natürlich nicht direkt. Es ist viel im Boden gewesen, deswegen auch die lange Zeit zwischen den Videos. Man selber merkt das auch gar nicht unbedingt ungefähr, wie viel da so passiert ist. Wir waren 4 Wochen wohl gut zugange, aber viel verschwindet im Boden, sei es Fundamente oder hier ein bisschen Beton und da ein bisschen Beton. Das sieht man nicht, dauert aber seine Zeit. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal ein Stück hinein. So, hier sind wir jetzt mitten im Stall. Hier ist schon angedeutet die Hütten, wo unsere Melkroboter reinkommen. Man sieht hier vorne schon so einen kleinen. Also hier vorne schon so einen kleinen Durchgang, der wird für uns später sein, wenn wir von der Seite da mal schnell rein wollen und gucken wollen, ob alles in Ordnung ist. Dann vor den Robotern wurden die Spalten aufgelegt, wie man sieht. Also wenn ich das so richtig habe beim letzten Video, konnten wir da noch reingucken. Wie man jetzt sieht, ist alles dicht, stellenweise mit Spalten und stellenweise auch mit einer dichten Decke. Und um uns das einmal anzugucken, gehen wir weiter nach hinten in den Stall. So, jetzt ich stehe auf der Lauffläche, hier werden später die Kühe laufen. Wie man sieht, es ist noch relativ glatt. Das soll später natürlich nicht so sein, damit die Kühe nicht ausrutschen. Bei uns wird das dann in einem extra Arbeitsgang noch wieder aufgeraut. Hier in der Mitte des Gangs befindet sich jetzt noch eine Latte, wurde mit einbetoniert, die wird später rausgenommen. Das dient als Schiene für den Schieber, der später die Gülle und Jauche von vorne im Stall hier einmal durchschiebt. Und wenn man hier vorne sieht, hier ist ein Abwurfschacht, dort wird das alles reingeschoben und dann ist das hier unten in dem Güllekeller. Weiterhin sieht man hier natürlich auch die Spalten, die sie wieder aufgelegt haben auf dem Güllekeller. Und was währenddessen auch immer noch gemacht wird, dass hier vorne setzen sie die Ankerplatten. Das heißt, das sind die Platten, wo später unsere Stahlhalle drauf aufgestellt wird. Werden natürlich schon in Beton gesetzt, damit das später alles hält und nicht bei dem kleinsten Wind umweht. Die werden natürlich auf Maß hier genau eingesetzt. Und das sind so Arbeiten, die natürlich dann inklusive Ausmessen sowas auch einige Zeit in Anspruch nehmen. Ja, das war es soweit von mir heute. Ich denke, nächstes Mal, wenn wir uns wiedersehen, steht der Kran, was ihr vorher gesehen habt, noch im Hintergrund neben der Baustelle, da er dann im Weg sein wird. Und das nächste Mal wird wohl kurz vorm Aufstellen der ersten Halle sein. Laufflächen sind betoniert, hoffentlich. Ansonsten hat soweit alles gut geklappt. Und dann würde ich sagen, tschüss und auf Wiedersehen.